Ups, der ist fehlgeschlagen. Ich kann jetzt gar keinen mehr bauen, mir fehlt jetzt Material. Gut. Ich habe das Ding erstmal wieder hingesetzt und schalte es an. Ne? Ja, können wir das mit Kalk jetzt eigentlich auch weitermachen, ne? Ich würde jetzt gerade erstmal Kalk machen und danach die erstmal dieselbe Produktion, die wir bisher gemacht haben, bei Eisen nochmal. Ja. Mit dem anderen Eisenvorkommen und danach beide Eisenproduktionen erweitern. Jetzt die Frage, willst du jetzt dich dann um die Eisensache kümmern, dann mache ich jetzt die Kalkproduktion. Können wir so machen, ja. Okay, ich brauche was dafür nochmal alles? Du brauchst den Miner. Miner? Wo ist der Miner? Jetzt musst du mal gerade schauen, was bei. Du willst Kalk machen. Das heißt, aus Kalk machst du was? Beton und so weiter, kommt ja. Ja, kommt aus Beton noch was? Weiß ich jetzt gerade nicht. Ja, Beton brauchen wir ja auch so, ne? Ne, dann hast du ja eine ganz einfache Bahn, ne? Du brauchst einen Miner. Die mobilen Miner kannst du abbauen eigentlich, ne? Ja, ich will was mit F wieder. Ach ne, du musst reingehen und dann auf Miner nehmen. Ich bin jetzt drin und. Wo jetzt? Unten rechts. Achso, da. Ja. Genau. Mach das mal mit allen, beziehungsweise einen brauche ich selber, ja. Okay, ups. Den anderen Masse. Kannst du auch haben. Ja, ne, ich will nachher 5 Rohre brauche ich noch. So, Rohre. Gib mir ein paar Rohre. Dazu brauche ich Eisen. Soll ich dir mal einen Rat geben, wie du ganz produktiv arbeiten kannst? Und der wäre? Bleib mal stehen und drück mal Q. Moment. Ja. Dann gehst du auf den Miner zum Beispiel, als Beispiel jetzt einfach, und klickst auf das Plus bei ihm, ja? Wo ist denn? Achso. Plus. Ja. Siehst du rechts was? Ja, die Materialien. Ach, die sind jetzt gleich gelistet? Ja, da, für dich nur, nicht für mich, nur für dich. Ah, cool. Dann weißt du nämlich, was du alles sammeln musst für den. Das ist echt praktisch. Ja, das kannst du für alle möglichen Sachen machen. Mega gut. So, aber ich brauche jetzt erstmal. Ich brauche den Miner. Ich brauche die Schmelzerei. Was brauche ich noch? Und ich brauche noch einen Lagercontainer. So wie. So, dann brauche ich. Was brauche ich aus? Strommast? Kann ich da jetzt einen Konstruktor anschließen oder muss da noch ein Schmelzer hinter? Moment. Ich muss gerade noch sammeln. Kleinen Moment. Ich kann auch eigentlich jetzt direkt. So. Du musst ein. Jetzt erstmal. Was musst du nur haben? Du brauchst jetzt. Ja, du brauchst keine Schmelzerei. Schmelzerei macht nur aus Erzen was. Ich kann direkt einen Konstruktor anschließen. Genau. Und dann ein Lager. Die alle mit Strom versorgen und mit. Förderbändern so, und fertig. So, sehr schnell. So, okay. Kabel und versteckte Eisen. Ja, geil. Das ist gut, der Plus. Ja, habe ich bei mir auch gemacht. Ich habe jetzt einen Miner, eine Schmelzerei, 2 Konstruktor, ein Lagercontainer, 2 Strommess, 10 Stromleitungen und 20 mal Förderband. Alles hinzugefügt zu meiner Bauliste. Riesenbauliste. Additional samples are required for R&D to continue developing a defense-oriented blueprint. The creature has been named Phacochoerus plumbeus cotta or fluffy-tailed hog. So, Paleobären laufen durch. Ich brauche natürlich hier Eisen. Wo hatten wir denn nochmal eine Eisenmine, hatten wir gesagt? Direkt dahinter. Bau die jetzt erstmal parallel, ne? Ja, klar. So, was wollte ich hier haben? Schrauben. Schrauben brauche ich dann.
Gemisch, Kabel. Also brauche ich das wieder, Kabel. Also das sind zu viele Kabel, ups. Oh, ich habe gar nicht drauf geachtet, ich brauche einen Kabel. Oder? Kabel. So, Konstruktor. Verstärkte Eisenbahnbrücke. Ja gut, das ist ein bisschen scheiße gelaufen. Beim Abreißen. Construction. Logistik-Förderbänder. So. Ja, warum geht denn das nicht? Ernsthaft so hoch? Gut, dann brauchen wir wahrscheinlich noch ein Biomassekraftwerk gleich. Und so viel Strom verwenden gleich. Ich mach mal. Das dürfte aber definitiv funktionieren, außer vom Platz her, vom Material her. Gut. Platten. So, und einen Container brauchen wir, ne? Mhm. Was brauche ich dafür noch? Achso, nee, warte, so war das Container. Plus. Der Baum muss weg. Definitiv, der stört. Wir brauchen die Kettensäge bald. Ja. So, Standloch. Den Ding habe ich jetzt auch. Lagercontainer. Logistik, Förderband. Ah, Platten. Jetzt aber. So, was wollen wir haben? Beton. Dann brauchen wir die Stromanschlüsse noch. Da haben wir 4 und da hinten haben wir noch 3, ne? Aber wolltest du den Strommast mit Strommast verbinden oder wolltest du eine neue Energiequelle anbauen? Eine neue Energiequelle können wir aber auch ins komplette System einfügen. Okay. Mach du mal deine neue Energiequelle, ich guck mal, wie viel hier hinten noch übrig ist. Achso. Wir haben übrigens nicht mehr so viel Biomasse, ne? Naja, kannst ja schon mal mit Blättern produzieren, ne? Und wir haben noch genügend, sehe ich gerade. Ich kann hier keinen zweiten mehr anschließen, ist doch scheiße. Ich bin gerade mal überlegen. Ja, den hier kannst du ja ein bisschen aufmachen. Kann ich eine Verbindung, kann ich die Verbindung eigentlich auch einzeln nochmal trennen? Ja. Wie genau? Geht das nicht? Ich wüsste gerade nicht wie. Oder muss wie ich gerade gemacht habe. Ich habe jetzt gerade die eine Hauptverbindung getrennt. Okay, warte. Hauptverbindung wiederherstellen. So, Hauptverbindung ist wieder da. Das Ding auch da anschließen. Der Hauptmast bei mir drüben bei der Anlage braucht noch Strom. Der Hauptmast bei dir? Wir haben gerade einen Stromausfall. Ja, ist hier wahrscheinlich nicht so viel dran.
Kann das sein, dass das zu viel dran ist? Wir hatten über 20 Jahre, wir brauchen noch ein Biomassekraftwerk, Leute. Ja. Wie baue ich den nochmal? Der ist auch Energie. Biomassebrenner. Kannst du den schon mal bauen? Und zwar irgendwo. Ich will gerade gucken, wo. Irgendwo hier neben, wo? Neben dich hier. Hier so, würde ich sagen. Zentral. Und dann einfach mit so. Ins Stromnetz. Ich brauche Eisenstangen und Platten, die kriege ich dann schnell hin. Okay, ich brauche Eisen. Ich habe Eisen. Ich brauche noch versteckte Eisenplatten. So, 10 Rohre. Fertig. Energie, da. Biomasse. So, ich vermute mal, dass das hier vorne ist. Wir kommen uns gerade in die Quere. Ja. Ich baue hier oben hin. Nee, so ja. Brauchen noch einen Lagercontainer. Das ist schlecht. So, Hauptverbindung trennen. So, das wird doch was. Hey, wie trenne ich den jetzt? So, hab's, okay. Hab schon. Boah, jetzt brauche ich echt noch nur eine Eisenplatte. Das war scheiße, dass du immer nur das so anschließen kannst. Ja. Boah, eine Eisenstange. Bist du fertig oder? Was? So noch das. Ich muss das Netz noch ein bisschen weiter anschließen. So, du kannst die Container wieder befüllen. Container? Ja, die Biomasse-Dinger. Mache ich gerade, also ich crafte gerade noch. So, jetzt sollte alles wieder angeschlossen sein. Und hier links davon noch. Hallo, Rom. Ja, ich war schon. So, Biomasse, 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 Biomasse. Okay. So, der generiert auch. Dürfte jetzt eigentlich alles wieder laufen. Ich check das mal kurz. Das läuft. Die Produktion läuft. Und deine Produktion hier hinten müsste eigentlich auch alles laufen, ne? Hier stimmt was nicht. Achso, hier fehlt die. Nee, doch, fehlt die. Hä? Warum funktioniert denn die Produktionskette nicht? Weil du sie noch nicht programmiert hast, oder? Ja, was ist? Die Produktionskette bei dir hinten läuft nicht, die Eisen. Ja, weil die noch nicht konfiguriert ist. Du musst in den Maschinen sagen, was die machen sollen. Kannst du das gerade machen? Ja. Nein, es ist noch gar kein Strom dahin getrieben. Ja, das auch noch nicht, das mache ich jetzt auch. Deswegen. Die eine soll Platten machen, die andere Stangen, ne? Genau. So, und hier machen wir Stangen. Die muss ich noch am Netz anschließen. Ja, mal gucken, wo wir jetzt noch ein paar Teile frei haben.
Ja, das ist schwierig, ne? Das ist ein bisschen blöd gemacht. Muss auch nochmal eigentlich am besten neu aufbauen, das ganze System. Von den Strommästen? Ja. Egal, ich mach das jetzt erstmal anders. Nein. Das ist eine sehr, sehr lange Leitung. Ich hoffe, dass der Stromverbrauch reicht. Oder brauchen wir noch eine Biomasse? Guck mal, wie die Auslastung ist. Bei mir steht hier No Connection. Hat der. Hast du den noch nicht angebunden? Warte mal kurz. Der hat das voll von der Verbindung. Oh Gott. Welcher hat keine Verbindung? Der rechte hier, der, wo ich vorstehe, der hat noch keine Verbindung. Weißt du was? Ja. Wir bauen die hier nochmal alles zurück, die Strommasten. Ja, ich habe meins extra hinten kompakt gehalten, ne? Jede Produktionsanlage sollte eigen. Ja, das hatte ich eigentlich auch so angefangen, allerdings hat das dann mit der Verteilung hinten nicht mehr so gut hingehauen. So. Warte mal. Ich schau mal gerade, wie es am besten wäre. Glaube, man verbindet hier drüber. Verbinde ich die beiden Eisenproduktionen, ja? Mach mal einen zentralen Punkt hin, wo wir den Strommast für die Dings anschließen können. Für das die hier, das hier ist der für die beiden Produktionen von Eisen. Ich vorstehe. Der hier hat nur die beiden Eisenproduktionen drauf. Wir machen das, sollen wir das glaube ich gleich mal anders machen? Okay, der hat nur die beiden Eisenproduktionen, okay. Genau. So, dann brauche ich hier noch einen zentralen auch für die Kalksteinproduktion. Mach ich einfach mal direkt da jetzt daneben. Ja. So. Kalkstein. Kalkstein. Kalkstein wäre jetzt auch quasi angeschlossen. Das Netz da hinten haben wir auch angeschlossen. Das können heißt, wir die noch zentral. Kannst du mal hier ein, ich habe nicht mehr genügend, einen zentralen nur für die Stromquellen. Ja klar. Da könnten die drei Stromquellen dran, oder? Ja. Ja. Mach die mal da dran. So, und dann bauen wir nochmal hier zwischen ein, um die Produktion mit Strom verbinden zu können. Also nochmal einen eigenen Mast für. Ja, ja, so irgendwo so mittig. Wo du stehst am besten hier. Ja. So, so, und da müssen dann die drei nochmal verbunden werden. So, der ist am Netz angeschlossen. Das müsste doch reichen, oder? Oder fehlt jetzt noch irgendwo? Ich brauch noch einen. So. Ja, einer hat doch noch hinten frei, oder? So, es sieht jetzt ein bisschen scheiße aus, aber naja, es läuft. Darum geht's uns ja gerade nicht, ne? Ja. So, dann check mal bitte deine Eisenverbindungen ab, ob die laufen. Ja, die gerade. Ob die produzieren. Kalkstein läuft jedenfalls. Ah, ich packe hier rum. Also, die Eisenplatten laufen. So, Kalkstein läuft, wird auch Beton produziert. Betonproduktion läuft. Das haben wir. Wie sieht das hier hinten aus? Hier läuft irgendwas nicht bei mir. Also die Eisenplatten laufen, aber die Eisen... Ah ja, mit Kupfer haben wir das Problem mit der Effizienz, ne? Ja. Ja, wir müssen überall auf Effizienz nochmal schauen. Beim Eisen läuft es auch nicht gerade rund hier. Aber die laufen. Aber Eisen... Lief Kupfer vorne nicht besser? Kupfer lief doch vorne noch schön sauber durch, ne? Ja, das staut sich wegen dem Stromausfall. Der hatte dann in dem weil hier drin noch Sachen gelagert waren schon, hat er die noch ohne Strom ausgespuckt, verstehst du? Ich hab das Ding mal abgeschaltet. Okay. Um die Effizienz der Maschinen müssen wir uns später schauen, wenn wir drum kümmern. Ja. Erstmal mal gucken, dass du das hier komplett leer räumt. Erstmal ging es darum, dass das hier alles läuft. So. Ja, dass es irgendwie angeschaltet wird. Hä? Ich kann den nicht ausschalten. Welchen? Den Bohrer. Ich hab den jetzt auf Standby, aber der geht automatisch wieder an. Haben auf Standby jetzt gestellt. Hä, ist doch voll scheiße. Warum läuft das bei dir, aber bei mir nicht? Doch, das ganze Game ist bei dir irgendwie verpackt. Kann das sein? Ja, das ist irgendwie total komisch. So, jetzt läuft er wieder. Ja, hast du wieder angemacht? Ja. Ist eine Pistole?
Ja, die gibt's im Cockpit. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Ja. Achso, das. Du Hurensohn! So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zaun. Ja. Die Achterbahn, die geht so ab. Die Stänze mit der Gänse. Oh mein Gott!